Fünfter Tag. Bereits statteten die Vögel der Gesandten der Sonne Bericht ab von all den Schlichen und Kniffen, die während der Nacht ausgeführt worden waren, als Prinz Thaddäus und Prinzessin Lucia sich auch schon in aller Frühe an den gewöhnlichen Ort begaben, wo bereits 9 Frauen sich pünktlich eingestellt hatten und nur eine noch fehlte. Der Prinz fragte daher, warum Giacova nicht erschienen wäre. Und als er erfuhr, dass sie von einem Schnupfen befallen worden, so befahl er, irgendein anderes Frauenzimmer ausfindig zu machen, das ihre Stelle ersetzen könnte. Um daher nicht weit in der Ferne zu suchen, wurde Zozza, die dem königlichen Palast gerade überwohnte, geholt und vom Prinzen, teils wegen der Verpflichtung, die er gegen sie hatte, teils wegen der Zuneigung und Liebe, die er für sie empfand, mit großer Zuvorkommenheit empfangen. Von den Frauen nun pflückte die eine sich blühende Ackerminze, eine zweite Spikanade, eine dritte 5-blättrige Raute und die eine dies, die andere jenes. Wieder eine flocht sich einen Kranz, als wenn sie etwas deklamieren wollte. Diese machte sich einen Strauß, jene steckte sich eine aufgeblühte Rose vor die Brust und wieder eine andere nahm eine bunte Nelke in den Mund. Da aber noch fast 4 Stunden bis zu dem Mittagsabschnitt des Tages fehlten, befahl der Prinz, damit die Zeit bis zum Essen rascher verginge, dass zur Unterhaltung seiner Gemahlin irgendein Spiel veranstaltet werde und forderte den Hausmeister Giacovo, einen Mann von großem Scharfsinn, auf, eines vorzuschlagen, worauf dieser, als hätte er alle Taschen damit angefüllt, alsbald etwas auswendig machte und sprach: »Die Vergnügungen, die nicht mit irgendeinem Nutzen verbunden waren, haben immer für abgeschmackt gegolten. Daher hat man die Unterhaltung und Abendgesellschaften nicht zu zweckloser Zeitverschwendung erfunden und eingeführt, sondern vielmehr das Vergnügen, das sie gewähren, ersprießlich zu machen, gesucht, weil durch diese Art von Spielen die Mußestunden nicht nur um auf angenehme Weise hinschwinden, sondern auch der Geist geweckt und geschärft wird, damit er sich an rasche Entschlüsse gewöhne und auf vorgelegte Fragen rasch zu antworten verstehe, wie dies besonders bei dem schönsten aller Spiele der Fall ist, das ich jetzt vorschlagen will und dessen Anordnung folgende ist. Ich werde nämlich jeder der gegenwärtigen Frauen irgendein Spiel vorschlagen, worauf sie mir sogleich und ohne nachzudenken erwidern muss, dass es ihr nicht gefällt und die Ursache anzugeben hat, warum es ihr nicht zusagt. Die aber mit ihrer Antwort zögert oder ungeschickt antwortet, muss die Strafe oder Buße erdulden, die die Frau Prinzessin ihr auferlegen wird. Und um mit dem Spiel einen Anfang zu machen, so wolle ich gern mit Frau Zozza eine Partie Trumpf um eine Kleinigkeit spielen.« Und Zozza antwortete sogleich: »Das ist kein Spiel für mich, denn ich bin kein Räuber.« »Bravo«, sagte Thaddäus. »Denn wer raubt und mordet, der trumpft und sticht.« »Wenn das so ist«, versetzte Colo Giacovo, »so habe ich ein paar Groschen bei mir, um sie an die Frau Zozza im Bankrottspiel zu verlieren.« »Dazu kriegt ihr mich nicht«, entgegnete Zozza, »denn ich bin kein Kaufmann.« »Sie hat recht«, sagte Thaddäus, »denn dieses Spiel ist nur für Kaufleute.« »Wir wenigstens, Frau Meneka«, fuhr Cola Giacovo fort, »wollen noch ein paar Stunden beim Verdrießlich zubringen.« »Schönen Dank«, antwortete Meneka, »ich bin kein öffentliches Frauenzimmer.« »Ha, das war der Nagel auf den Kopf getroffen«, sagte Thaddäus, »denn dieses Volk ist nie gut aufgelegt.« »Ich weiß«, begann Cola Giacovo wieder, »dass Frau Toller mit mir um einige Dutzend Pfennige eine Partie Bock machen wird.« »Ha, beileibe nicht«, entgegnete Toller, »denn dieses Spiel ziemt sich für Ehemänner, die schlechte Frauen haben.« »Ihr hättet nicht besser antworten können«, sagte Thaddäus, »denn dieses Spiel ist für die Ehemänner, weil sie sehr oft Hörner bekommen.« »Wenigstens, Frau Poppa«, sprach nun Colo Giacovo, »wollen wir ein Spiel 20 Figuren machen? Ich gebe euch die Vorhand.« »Mit mir nicht«, erwiderte Poppa, »das Spiel passt für Schmeichler.« »Ihr habt gesprochen wie Salomo«, sagte Thaddäus, »denn diese spielen 20 und 30 Figuren, indem sie sich, wenn sie wollen, verwandeln und die armen Fürsten an der Nase herumführen.« »Frau Antonella«, fuhr Cola Giacovo fort, »ich bitte euch um alles in der Welt,
Lasset uns die schöne Zeit nicht verlieren, sondern spielen wir lieber um eine Schüssel Pfannkuchen eine Partie Schmuggler. Ei, was ihr saget, antwortete Antonella. Das fehlte gar noch, dass ihr mich für ein Freundenmädchen hieltet. Ihr habt nicht Unrecht, sagte Thaddäus, denn dieses Gezücht sollte auch unter die verbotene Ware gehören. Hol's der Kuckuck, sprach Cola Giacovo. Ich sehe schon, dass die Zeit ohne allen Spaß vergehen wird, wenn nicht Frau Giulla mit mir um ein Maß Bohnen ein Spiel zitier ihn macht. Bin ich denn ein Gerichtsdiener? Erwidert Giulla. Und der Prinz setzte sogleich hinzu, gut abgeführt, denn in Häschern und Bütteln liegt es, ob die Leute vor Gericht zitieren. Kommt, Frau Paola, fuhr Cola Giacovo fort. Wir wollen eine Partie Piquet um einen Zwanziger machen. Weit gefehlt, versetzte Paola, denn ich bin kein Hofmann. Geantwortet wie ein Däuschen, rief der Prinz aus, denn an keinem Ort werden die Ehre des Nebenmenschen mehr die Augen ausgepickt als in den fürstlichen Palästen. Ohne Zweifel, sprach nun Cola Giacovo, wird Frau Ciometella es zufrieden sein, mit mir eine Partie Musikus zu machen. Ich dächte gar, entgegnete Ciometella, das Spiel ziemt sich für einen Schulmeister. Die muss die Strafe leiten, rief Cola Giacovo, denn die Antwort passt nicht. Da bist du weit links, sprach Thaddäus. Die Antwort kann nicht besser passen, denn die Schulfüchse spielen so gern den Musikus, dass sie den ganzen Tag lang die Pauke schlagen. Hierauf kehrte sich nun Cola Giacovo zur letzten der Frauen und sprach: Ich kann nicht vermuten, dass Signora Zozza mit mir wie die anderen meine Bitte abschlagen wird. Vielmehr wird sie gewiss mit mir um einen Groschen eine Partie Hosen runtermachen. Ei, das wäre, versetzte Zozza, das ist ja ein Kinderspiel. Ihr freilich müsstet nun schon die Strafe dulden, rief der Prinz aus, denn dieses Spiel spielen auch erwachsene Leute. Und daher, Frau Prinzessin, leget ihr eine Buße auf. Alsbald erhob sich Zozza und kniete vor Lucia nieder, worauf diese ihr als Strafe befahl, eine neapolitanische Villanella zu singen. Zozza ließ sich daher sogleich eine Schellentrommel holen und während der Kutscher des Prinzen auf der Zither spielte, sang sie das verlangte Liedchen. Es wurde von allen Anwesenden mit großem Vergnügen angehört und endete gerade, als die Tafel angerichtet war, bei der gut geschmaust, noch besser aber getrunken wurde. Sobald jedoch der Magen voll und der Tisch abgeräumt war, befahl Thaddäus der Zezza, dass sie den Vortrab der Erzählung herbeiführen sollte, worauf diese, obwohl sie etwas im Kopf, eine sehr dicke Zunge und kleine Ohren hatte, dennoch sogleich dem Gebot Folge leistete. Und also begann. Die Gans. Es ist ein wahres Wort, das Hesiod gesprochen, dass der Handwerker dem Handwerker, der Schmied dem Schmied, der Musiker dem Musiker, der Nachbar dem Nachbar und der Bettler dem Bettler übel will. Denn es gibt keinen Winkel im ganzen Weltgebäude, an den die verdammte Spinne des Neides, die von nichts anderem lebt als vom Schaden des Nächsten, nicht ihre Gewebe hängt. Wie ihr dies besonders aus folgender Erzählung sehen werdet. Es waren einmal zwei Schwestern, die in bitterer Not steckten und sich nur dadurch auf das Kümmerlichste ernährten, dass sie sich von früh bis spät die Finger nass machten und dann das bisschen Gespinst verkauften. Trotz diesem elenden Leben aber gelang es der weißen Kugel der Armut doch nicht, beim Zusammentreffen mit der roten der Ehre, diese wegzustoßen. Weswegen der Himmel, der sich in der Belohnung des Guten stets ebenso freigebig zeigt wie in der Züchtigung des Bösen, die armen Mädchen auf den Gedanken brachte, auf den Markt zu gehen, dort einige gebund Garn feilzubieten und dann für die paar Groschen, die sie dafür bekämen, eine Gans zu kaufen. Gesagt, getan. Sie brachten die Gans nach Hause und pflegten sie mit so vieler Liebe und Sorgfalt wie eine leibliche Schwester, indem sie sie sogar in ihrem eigenen Bett schlafen ließen. So geschah es nun, dass endlich einmal für die armen Mädchen heiteres Wetter eintrat. Denn ganz unversehens fing die Gans an, von hinten Goldtaler von sich zu geben.
sodass die Schwestern nach und nach einen großen Kasten mit ihnen anführten. Und da sie nun Geld hatten wie Mist, den Kopf höher zu tragen und auch in ihrem Äußeren viel stattlicher auszusehen begannen als früher. Weshalb zwei von ihren Bekanntinnen, die sich eines Tages zum Klatschen zusammengefunden hatten, folgendermaßen zueinander sprachen. »Habt ihr gesehen, Gevatterin Vasta, wie es jetzt mit Lilia und Lolla geht? Es ist doch nicht lange her, so hatten sie kaum ein paar Lumpen, um sich die Blöße zu bedecken. Jetzt gehen sie in Staat und Prunk einher wie vornehme Damen. Man sieht auch an ihren Fenstern immer Hühner und Töpfe mit Fleisch, die einen ordentlich anlachen. Was mag da wohl vorgegangen sein? Sie müssen entweder das Fass der Ehre angezapft oder einen Schatz gefunden haben.« »Ich bin außer mir vor Verwunderung, Gevatterin Perna«, erwiderte Vasta. »Denn da ich eben glaubte, dass sie ganz heruntergekommen sind, sehe ich sie oben auf, sodass es mir scheint, als ob ich träume.« Nach diesen und vielen anderen ähnlichen Reden machten sie, vom Neid getrieben, ein Loch in die Wand, die sich zwischen ihrem Haus und dem der Schwestern befand, um sie zu belauschen und zu sehen, ob sie vielleicht ihrer Neugier einige Nahrung geben könnten. Sie spähten auch wirklich so lange, bis sie eines Abends, als die Sonne mit dem Lineal der Strahlen auf die Bänke des Indischen Meeres schlug, um den Tagesstunden das Zeichen zum Feierabend zu geben, Lilia und Lolla ein Laken auf der Erde breiteten, eine Gans darauf setzten und diese einen solchen Durchfall von Talern und von sich geben sahen, dass sie Maul und Augen aufsperrten. Als nun der Morgen erschien und Apoll mit seinen goldenen Ruten die Schatten vom Himmel verscheuchte, besuchte Vasta die beiden Mädchen. Und nach tausenderlei Umschweifen in die Länge und in die Breite kamen sie endlich auf die Hauptsache, indem sie sie bat, ihr doch auf ein paar Stunden die Gans zu leihen, um einige junge Gänschen, die sie gekauft, ans Haus zu gewöhnen. Und so viel und so lange sprach sie, bis die beiden einfältigen Dinge, teils weil sie aus Gutmütigkeit nichts abschlagen konnten, teils um in der Gevatterin keinen Verdacht zu erwecken, ihr die Gans liehen. Unter der Bedingung jedoch, dass sie sie recht bald wiederbringe. Die Nachbarin suchte nun sogleich ihre andere Gevatterin auf und ohne Verzug bereiteten sie dann auf der Erde ein Laken, auf das sie die Gans setzten, die jedoch, anstatt in ihrem Hintern ein dukatenbringendes Münzamt zu eröffnen, alsbald einen Abtrittskanal auftat und das Weißzeug der armen Frauen dergestalt mit Gilbkraut färbte, dass sich der Geruch davon ebenso durch das ganze Haus verbreitete, wie sonntags der aus den Bratpfannen. Als die Gevatterin dies wahrnahm, dachten sie, dass sie ganz bei gutem Futter besseren Stoff zum Stein der Weisen ansetzen würde. Sie gaben ihr daher so reichlich zu fressen, dass sie ihr bis zum Kopf heraufstand und setzten sich dann wieder auf ein reines Laken. Wenn aber die Gans sich früher gar nicht hartleibig gewesen hatte, so bekam sie jetzt sogar einen Durchfall, zu dem auch die Unverdaulichkeit das ihrige beitragen mochte. Hierüber gerieten aber die beiden Frauen in solchen Zorn, dass sie der Gans den Hals umdrehten und sie durch das Fenster in ein Sackgässchen schleuderten, durch das gewöhnlich niemand ging und wohin man den Unrat zu werfen pflegte. Der Zufall aber, der, wenn man es am wenigsten erwartet, die seltsamsten Dinge zutage fördert, fügte es, dass der Sohn eines Königs, der auf die Jagd gegangen war, es plötzlich dermaßen in den Leib bekam, dass er Degen und Ross einen Diener zu halten gab, hierauf in jenes Gässchen trat, um seine Notdurft zu verrichten, und nachdem er fertig war, sich der frisch getöteten Gans als Reinigungsmittel bediente, da er gerade kein Papier in der Tasche hatte. Die Gans aber, die keineswegs tot war, fuhr mit ihrem Schnabel dem armen Prinzen dergestalt ans Fleisch, dass er ein lautes Geschrei erhob, worauf seine Leute herbeieilten und die Gans losreißen wollten. Doch es gelang ihnen nicht, denn sie hatte sich wie eine Furie, ein geflügelter Blutegel, wie ein Vampir an ihn gehängt, sodass der Prinz, der es nicht länger vor Schmerzen ausholen konnte und die vergeblichen Bemühungen seiner Diener sah, sich auf ihrem Armen in den königlichen Palast tragen und dann die geschicktesten Doktoren herbeirufen ließ. Die konsultierten nun angesichts der verletzten Stelle lange hin und her und wandten alle nur erdenklichen Mittel an, um der Sache abzuhelfen, indem sie Salben aufstrichen, Zangen anlegten und Pulver aufstreuten.
Da aber die Gans fest saß wie eine Filzlaus, die man nicht durch Quecksilber, und wie ein Blutegel, den man nicht durch Essig losbekommen kann, so ließ der Prinz öffentlich bekannt machen, dass, wer ihn von diesem beschwerlichen Anhängsel seines Hinterteils zu befreien vermöchte, wenn es ein Mann wäre, das halbe Königreich erhalten, wäre es aber ein Weib, sie seine Gemahlin werden sollte. Alsbald sah man die Leute scharenweise herbeikommen und ihre Nase in Dinge stecken, bei denen sie nichts helfen konnten. Denn je mehr Mittel angewandt wurden, desto fester biss sich die Gans und desto mehr kniff sie den armen Prinzen. Das erschien, als hätten alle Rezepte Galens, alle Aphorismen des Hippokrates und alle Heilmittel der Welt sich gegen den Podex zur Qual des Unglücklichen verschworen. Das Schicksal fügte es aber, dass nach so vielen Leuten, die herbeikamen, um ihre Geschicklichkeit zu versuchen, endlich auch Lolla, die jüngste der beiden Schwestern, erschien. Kaum hatte sie die Gans erblickt, so erkannte sie sie auch auf der Stelle und rief aus: »Mein liebes Wulli-Wulli!« Als nun die Gans die Stimme ihrer treuen Pflegerin vernahm, ließ sie gleich ihre Beute los und lief ihr entgegen, indem sie ihm schmeichelte und sie küsste und den Hintern eines Prinzen sehr gern mit dem Mund einer Bäuerin vertauschte. Beim Anblick dieses seltsamen Vorfalls wollte der Prinz wissen, wie die Sache zusammenhing. Und der auf diese Weise hinter den Streich der beiden Gevatterinnen kam, ließ er sie aus dem Lande peitschen und auf ewige Zeiten verbannen. Heiratete hierauf Lolla, die ihm die zahllosen Schätze machende Gans als Aussteuer mitbrachte, und gab auch Lilia einen steinreichen Mann. So lebten nun alle in Glück und Freude, trotz den Gevatterinnen, die den beiden Schwestern den vom Himmel gewiesenen Weg zum Reichtum versperren wollten und ihnen gerade dadurch einen anderen zur Glückseligkeit eröffneten. Sodass es sich am Ende klar erwies, es bringen Hindernisse manchmal Hilfe nur.